Mir lief der Schweiß in Bächen herunter. Mein Blut ist zu dick für Nevada. Ich konnte mich noch nie in diesem Klima verständlich ausdrücken. Okay, cool bleiben. Ganz ruhig. Name, Stellung und Pressezugehörigkeit. Das ist alles. Ignoriere diese furchtbare Droge. Ja, tu so, als würde es nicht geschehen. Mein Name? Babadook. Steht auf der Liste. Freies Mittagessen, finale Weisheit. Berichterstattung. Ich habe meinen Anwalt bei mir. Mir ist klar, dass sein Name nicht auf der Liste ist, aber wir müssen diese Suite haben. Wir müssen diese Suite haben. Und wie sieht's aus? Was kommt danach? Ihre Suite ist noch nicht fertig, aber jemand hat sich gedacht. Nein, wir haben doch gar nichts gemacht, weg! Ich kümmere mich darum. Dieser Mann hat ein schweres Herzleiden. Aber ich habe reichlich Medizin dabei. Mein Name ist Dr. Münzer. Kümmern Sie sich um unsere Suite, wir sind dann dabei. Durch ihn benimmt man sich wie ein Dorfsäufer in einem frühen irischen Roman. Man verliert alle grundlegenden motorischen Fähigkeiten. Verschwommene Sicht, fehlender Gleichgewichtssinn, taube Zunge. Dein Verstand wendet sich mit Grausen ab, unfähig mit der Wirbelsäule zu kommunizieren. Interessant ist, dass man sich dabei selber beobachten kann, wie man sich auf diese schreckliche Weise benimmt. Aber man kann es nicht kontrollieren. Treten Sie näher, treten Sie näher! Eintritt nur $2! Man nähert sich den Drehkreuzen. Und man weiß, wenn man dort ankommt, muss man dem Mann $2 geben, sonst lässt er einen nicht rein. Aber wenn man erst mal da ist, geht alles schief. Irgendein wütender Rotarier schubst einen und man denkt, was geht denn hier ab? Was soll das? Dann hört man sich selbst murmeln. Der Hund hat den Papst gefickt. Nicht meine Schuld. Etta ist die perfekte Droge für Las Vegas. In dieser Stadt sind Betrunkene gern gesehen. Sie sind Frischfleisch. Komm schon, Kumpel, na los! Sehr gut, Mann. Komm schon! Sie schoben uns durch die Drehkreuze und gaben uns drinnen die Freiheit. Komm schon, du Freak! Treten Sie näher, hier bei uns wird Ihnen Hören und Sehen vergehen! Hast du das gesehen? Komm schon! Mr. Rückmann ist kurz getreten! Ja, wahrscheinlich der Barmann. Er wollte dich einstampfen, weil du die Kellnerin beschimpft hast. Heiliger Bimbam! Tür will mich töten! Heiliger Bimbam! Bisexuelle will mich töten! Lass uns verschwinden. Wo ist der Fahrstuhl? Nein, warte! Wo ist der Du nimmst nicht den Fahrstuhl. Die wollen doch nur, dass wir das tun. Dann sind wir in der Stahlbox gefangen. Dann schaffen sie uns in den Keller. Komm her! Nicht so schnell, Mann! Warten nur darauf, uns zu erschießen. Du fährst. Irgendwas stimmt nicht mit mir.